Hallo wieder bei NWZ Play, Thema Skateboarding. Heute in der Folge Nummer 4 das Thema Kugellager. Kugellager gibt es eine ganze Menge Auswahl und auch eine ganze Menge Märchen. Das erste Märchen ist die ABEC-Bezeichnung. Viele wollen dann immer eine möglichst hohe ABEC-Bezeichnung, aber die ABEC-Bezeichnung sagt nichts anderes aus, als den Abstand zu messen zwischen dem Kugellagerring außen und der Kugel innen liegend. Und umso geringer der Abstand, desto höher ist die ABEC-Bezeichnung. Sagt aber nichts über die Güte eines Lagers aus und vor allen Dingen nicht über die Schmiermittel in einem Lager. Für uns ist sehr wichtig, dass das Kugellager eine hohe Seitenstabilität bekommt, weil beim Skateboardfahren kommen extreme Scherkräfte auf die Rolle und die führen dazu, dass dann so ein Kugellager auch sehr schnell kaputt gehen kann. In der Regel unterscheidet man zwischen Kugellagern, die gefettet werden und versiegelt sind, über Kugellager, die geölt sind und die man auch dann teilweise öffnen kann. Da ist dann ein Gummiring außen angesetzt, der dann dazu führt, dass man ihn abnehmen kann und dann das Kugellager auch von innen reinigen kann und nachölen kann. Es gibt verschiedene Hersteller, verschiedene Methoden. Einige Kugellager haben auch schon einen integrierten Spacer. Der Spacer ist nachher zwischen den beiden Kugellagern in der Rolle ganz wichtig. Der wird dazwischen gebaut, damit die Kugellager nicht nach innen zusammengepresst werden, wenn man die Rolle auf die Achse baut. Ja, ich habe mich für ein geöltes Kugellager entschieden, weil ich eher höhere Geschwindigkeiten habe. Hier ist der Kugellagerring auch schon ein bisschen stabiler. Die Seitenscherkräfte können hier voll aufgenommen werden. Und dieses Lager bin ich schon etliche Male gefahren und hat nur eine ABEC 5. So viel zum Thema ABEC. Andere Lager arbeiten dann eher mit einem Fett, sind komplett versiegelt, kann man nicht öffnen, wie man hier auch sehen kann. Das ist hier verpresst und lässt sich nicht öffnen. Da ist kein Sperrring oder ähnliches, was man öffnen kann, sondern das ist wirklich ein Wegwerflager. Wenn das eines Tages trocken ist, dann ist es trocken. Mein Lager, ein geöltes Lager, mache ich mal auf und zeige euch noch mal ganz kurz, wie das dann auch von innen aussieht. Man kann mit so einer Messerspitze so einen Gummiring öffnen. Der hat so einen kleinen Sperrring und so sieht das Kugellager von innen aus. Ihr seht, man unterscheidet hier. Das ist jetzt ein Kugellager mit 7 Kugeln. Es gibt auch Kugellager mit nur 6 Kugeln. Die sollen dann etwas leichter laufen. Gut, einige brauchen dann ein Keramikkugellager. Das ist dann bei Nässe manchmal ganz schön und hat nicht so hohe Reibungsenergien. Das heißt, es wird nicht so schnell so heiß im Kern. Da ich nur bedingt auf hohe Geschwindigkeiten komme, ist hier ein geöltes Kugellager mit Stahlkugeln ausreichend. Ja. So viel zum Thema Kugellager und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es darum geht, das Board zusammenzubauen. Baby.